Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Fit mit Rapid. Letzte Woche haben wir euch gemeinsam mit Dennis Bosniak gezeigt, wie eine Beweglichkeitseinheit bei den jungen Rapidlern aussieht. Heutiges Thema ist Rumpfkräftigung. Gast ist heute Nikolas Wunsch, Spieler Rapid 2. Was benötigt ihr heute? Ein Theraband oder ein längeres Widerstandsband und eine Rolle. Wir starten. Das Band an etwas Stabilem befestigen. Wenn ihr ein Theraband zu Hause habt, einfach einen Knopf in das Band machen und mit der Zimmertüre befestigen. Erste Übung. Ausgangsposition, Rückenlage, das Theraband mit beiden Händen leicht nach vorne ziehen, Beine abheben, darauf achten, dass der Rücken ganz flächig am Boden auflegt. Die Aufgabe ist es, langsam das linke Bein zu strecken und dann im Wechsel das andere Bein nach vorne zu bewegen. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass der Rücken nicht abhebt. Zehn Wiederholungen auf der linken Seite, 10 Wiederholungen auf der rechten Seite. Das Band bleibt immer auf Zug. Versuchen, mit beiden Armen nach vorne zu drücken. Die Beine bleiben im rechten Winkel und der Rücken liegt am Boden auf. Zweite Übung, Ausgangsposition, der Seitstütz, oberes Bein liegt vorne, Ellbogen rechter Winkel, Becken hochheben, das Band in die andere Hand nehmen und dann den Ellbogen langsam in Richtung des Gesäßes ziehen. 2 Sekunden halten, zurückkommen, herziehen, 1, 2, zurück, herziehen, 1, 2, zurück. Der Ellbogen bleibt im rechten Winkel, Gesäß ist angespannt, das Becken ist leicht nach vorne gedreht, Knie sind gestreckt. 2 Sekunden halten, 1, 2, 10 Wiederholungen. Andere Seite, Ausgangsposition einnehmen, oberes Bein liegt vorne, Becken ist nach vorne gedreht, Ellbogen bleibt im rechten Winkel und wird in Richtung des Beckens hinuntergezogen. 2 Sekunden halten, 1, 2, 10 Wiederholungen. Dritte Übung, Unterarmstütz, das Band
in die rechte Hand nehmen, Hintern fest anspannen, linkes Bein abheben, Band zu euch ziehen, locker lassen, abstellen, andere Seite. Rechtes Bein aus dem Gesäß hochheben, linke Hand herziehen, zurück, wechseln. Hoch, ziehen, zurück, wechseln. Hoch, ziehen, zurück, wechseln. Fünf Wiederholungen auf der linken Seite, fünf Wiederholungen auf der rechten Seite. Spannung halten, Gesäß anspannen. Diejenigen, die letzte Woche schon dabei waren, werden die nächste Übung wiedererkennen. Ausgangsposition ist der Seitstütz. Diesmal kurzer Hebel. Hochgehen, das obere Bein abwinkeln, hinaufdrücken, das Band in die Hand nehmen und langsam zu euch ziehen. Wieder halten, nach vorne, halten, nach vorne. Halten, nach vorne. 10 Stück. Hochkommen, das Becken nach vorne schieben, das obere Bein so weit es geht zur Decke bewegen, das Band zu euch ziehen, 2 Sekunden halten, 1, 2, und die Spannung im Bereich des Beckens nicht verlieren. Gesäß anspannen. Nach 10 Wiederholungen Wechsel auf die andere Seite. Seitstütz. Seitstütz auf der linken Seite, oberes Bein zur Decke bewegen, Gesäß anspannen, herziehen, halten, ein- und ausatmen nicht vergessen. Zehn Wiederholungen. Für die nächste Übung braucht ihr eine Rolle. Ihr legt euch auf den Rücken, Rolle einspannen, Druck von beiden Seiten, andere Seite liegt am Boden, hochkommen, 1, 2, halten, Kopf wird abgehoben, zurückkommen, Spannung nicht verlieren, hochkommen, 1, 2, zurückkommen, hochkommen, 1, 2, zurückkommen. Kopf liegt am Boden. Rechte Seite drückt gegen die Rolle. Linke Seite bewegt zusammen. Halten. 1, 2, zurückkommen. Hochbewegen. 1, 2, zurückkommen. Hochbewegen. 1, 2, zurückkommen. 10 Wiederholungen. Und wieder zurück. Wichtig ist es, den Druck gegen die Rolle nicht vergessen. Der Gegenstand, der eingespannt ist, darf nicht hinunterfliegen.
Wechsel auf die andere Seite. Einspannen. Kopf liegt am Boden. Hochkommen, halten, zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und ein letztes Mal halten, zurück. Danach die Rolle diagonal einspannen, linkes Knie, rechter Arm, hochkommen, halten, zurück, eins, zwei, zurück, eins, zwei, zurück. Die Rolle diagonal halten, Ellbogen und Knie berühren diesmal den Gegenstand, Kopf geht hinauf und wieder hinunter. Zehn Wiederholungen pro Seite, wie auch bei den anderen Übungen. Wechsel, Knie und Ellbogen sind im rechten Winkel und los geht's. Eins, zwei, drei, immer kurz vor Hand, vier, fünf, 6, 7, 8, 9 und 10. Als letzte Übung etwas Anspruchsvolles. Ausgangsposition ist der Unterarmstütz. 2 Sekunden in der Position bleiben. Eins, zwei und danach drehen Hüfte und Schulter gleichzeitig auf die rechte Seite. Eins, zwei, gleichzeitig wieder zum Boden drehen. Eins, zwei und auf die andere Seite kommen. Eins, zwei. Eins, zwei, drehen. Eins, zwei. Eins, zwei und andere Seite. Eins, zwei. Unterarmstütz, Knie sind gestreckt, Gesäß ist angespannt. 2 Sekunden halten, hochbewegen, Beine ablegen. Eins, zwei, zur Mitte kommen. Eins, zwei, andere Richtung drehen. Eins, zwei. 5 Wiederholungen pro Seite. Versuchen, dass der obere Arm im rechten Winkel verbleibt. Hüfte und Schulter drehen gleichzeitig. Halten, wechseln, halten. Wichtig, Lächeln nicht vergessen.
letzte Mal pro Seite. Halten. Und einmal noch auf die rechte Körperseite bringen. Gut gemacht. Kurze Zusammenfassung. 7 Übungen, Themenschwerpunkt Rumpfkräftigung. Um was ist es heute gegangen? Spannung in den Körper bringen. Danke fürs Mitmachen und bis zur nächsten Woche.